Hallo, mein Name ist Pater Nikodemus Claudius Schnabel. Ich bin Benediktinermönch in Jerusalem der Dormitioabtei und lateinischer Patriarchalvikar für alle Migranten und Asylsuchenden in Israel. Und eines der großen Schwerpunkte und eines meiner Pastoralzentren steht im Süden Tel Avivs, wo ich gerade auf dem Dach stehe. Und das heutige Evangelium führt uns ja auch hier in meine Wahlheimat. Ein ganz starker Text, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Antwort schon gar nicht mehr richtig gehört wird, weil wir sie fast schon im Schlaf kennen. Eben die Antwort Jesu, was denn das wichtigste Gebot sei. Und er zitiert erstmal das Schma Yisrael, das Gebet, was man hier so häufig hört, da eben Schma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, höre Israel, der Herr, dein Gott ist dein einziger Gott. Und dieses Gebet, das wird nicht nur in der Synagoge verkündet, man merkt es dann auch, viele bedecken dann auch ihr Gesicht, sondern es ist eben auch überall geschrieben. An Türeingängen, die Mesosot, die Mesusa, die Tefillin, die Gebetsriemen oder Totafot oben auf der Stirn der betenden gläubigen Juden. Das heißt, ein Gebet, was wirklich hier ja, das ganze Land erfüllt, eben aus dem Buch Deuteronomium, aus dem fünften Buch Mose, sechstes Kapitel, Vers 4 und dann auch Vers 5, eben Gott zu lieben mit ganzer Seele, ganzem Herzen, ganzem Denken, ganzer Kraft. Und eben den Nächsten zu lieben wie sich selbst, Levitikus 19, 18, drittes Buch Mose. Das heißt, Jesus gibt eine Antwort aus dem Gesetz, aus der Tora, aus dem fünften und dritten Buch Mose, auf die Frage des Schriftgelehrten. Und tatsächlich, es ist so einfach. Das Wesentliche unseres Glaubens ist nicht banal, aber einfach. Wir haben zum Glück keinen Gott, für den wir Abitur brauchen, um an ihn glauben zu können, um seine Gebote zu verstehen, sondern es lässt sich wirklich herunterbrechen auf diese große Herausforderung der Gottesnächsten und Selbstliebe. Aber spannender vielleicht als diese Antwort, die wir schon so gut kennen, ist die Frage. Da kommt ein Schriftgelehrter und es ist so dieses Once-in-a-Lifetime-Chance. Was würde man fragen, wenn man Jesus trifft? Doch vielleicht eher sehr stark, du sag mal, ich und mein Leben, was soll ich tun, mache ich alles richtig? Ebenso dieses I, me and myself. Und der Schriftgelehrte stellt aber gar keine Frage, die ihn betrifft, sondern seine Frage hat eigentlich eine ganz große Größe. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr ehrlich gemeint. Was ist denn das Wichtigste aller Gebote? Das heißt, da kommt jemand, ein gläubiger Mensch, der tatsächlich in diesen Geboten Gottes lebt und einfach die Priorisierung wissen möchte. Was würden wir fragen, wenn wir die Chance hätten, Jesus eine Frage zu stellen? So wünsche ich euch von Herzen aus dem Süden Tel Avivs einen gesegneten Sonntag.